Teil 6, Dessert. Was ist denn ein Dessert? Natürlich Dessert. Ich glaube, Nachtisch heißt das. Dann wollen wir noch mal die letzten Schritte, was die Bauteile der Gruben und gleich auch der Dachlüfter betrifft, noch mal zum Besten geben. Ja, hier kann man sich wieder schön austoben zwischen Beton und den Ziegelfarben. Warum auch nicht? Ja, Klaas, wir brauchen noch ein paar Schienenstühle, ne? Für Obst, das uns liefert. Schauen wir mal, von wem wir das abbringen können. Auf jeden Fall auch dieses erstmal zum Besten gegeben, was wir hier eigentlich so uns vorgestellt haben, zeichnungstechnisch resultierend in die Umsetzung. Ja. Wir können es ja nochmal obligatorisch auf Position schieben. Machen wir auch nochmal. Ich glaube, Mike, so ohne Musik wirst du wohl nie können, oder? Aber hören Sie mal nur ein paar Sekunden, sonst kommen die gleich wieder mit ihrer GEMA oder was weiß ich. Ne? Lassen wir das mal. Komm. Ja, ich hätte das natürlich gerne noch hochgesetzt, aber nee, da habe ich nun echt keinen Bock mehr zu. Das war mir zu riskant. Das alles bricht ein bisschen auseinander. Das machen wir nicht. Wir tun nur mal so, als ob. Das ist ja auch schon nicht so schlecht oder so verkehrt. Ne? Hoppla. Langsam, junger Mann. Nicht so schnell. Wow. Gibt es mir schon mal wieder einen tollen Eindruck, ne? Last but not least, Nummer 3. So machen wir das. Wow. Kann man machen, ne? Und so machen wir das auch. Schnitt. Bitte urteilen Sie selber. Ist das jetzt 1:1 wie gezeichnet? Es findet sich zumindest wieder, was man sich so gedanklich auf Papier vorgestellt hat vor so gut einem halben Jahr. Und ist schon wieder eine Freude. Deluxe. Access-spezifisch oder wie wir das auch immer nennen wollen. Allein schon wieder dieser modulare Aufbau, dass man einfach nur schon mal Festigkeiten durch die Verzapfungsanordnung in XYZ erreicht. Und das passte, ohne wieder mal nacharbeiten zu müssen. Ne? Seitenansicht. Dieses Mal improvisiert mit Fenster einsetzen. Wir schauen mal ins dunkle Innere. Zumindest haben wir die Gruben platziert. Kann man machen. Wie sieht das denn da oben aus? Wird denn der Wind überhaupt da durchwehen? Also der Rauch von den Dampflokomotiven, die denn hier qualmenderweise reinfahren. Werden wir sehen, nein? Ja, die Gruben kommen natürlich noch ebenbündig zum Fundament. Ist auch klar. Kommt alles, eins nach dem anderen. Aber so haben wir erstmal wieder einen Eindruck bekommen, was ist überhaupt der Umfang dieses Bausatzes, dieses Kits. Ja, wir wechseln natürlich immer zwischen Altdeutsch und Neudeutsch. Ja, was haben wir da denn Schönes? Kann man auch nicht meckern, ne? Was haben wir hier Schönes? Nur noch Schönes, ich weiß.
Einfach herrlich. Nochmal hier einen Gesamteindruck von hinten. Ja, vier Fenster. Gefolgt von dieser wunderschönen Anordnung wieder der Lüfterdächer. Und dann gehen wir nochmal zur rechten Seite. Kann man auch machen. Wie sieht das Ganze von vorne aus? Ja, als wenn dort schon Lokomotiven platziert stehen. Ne? Ja, natürlich irritieren noch ein bisschen optisch die ganzen Pflaster. Natürlich ist das Tesakrepp, die das Ganze ein bisschen stabilisieren. Vielleicht nochmal einen kleinen Blick nach oben. Ist das hier hell genug? Oh, kann man machen. Nicht? Na, hier wird in die Abendsonne dort reinscheinen. Also im 1:1 Leben. So, ihr Lieben. Das muss und sollte jetzt wirklich reichen. Als Abschluss, als genanntes Dessert. Von dem Teil 6 für den Ringlokschuppen für Klaus. Preußisch bitte. Bis dann. So, was haben wir denn hier heute Morgen? Also, Mike hat sich entschieden, von seinen Enkelkindern die Schmalspur anzunehmen. Fast 40 darauf. Vielleicht sollten wir doch mal überlegen, ob wir nicht so ein paar Waggons mit den Achsen von Märklin nehmen. Ich glaube, da gibt es etwas. Ja, ist das nicht toll?